Wir hätten halt einfach einen gelben Sack nehmen können und da halt Pappe und Müll reinmachen können. Du mit deiner Pappe, Alter. Borderline Productions proudly presents der Top 25 Nostradamus mit Comic Gags of all time bisher. Nach einer spontanen Idee von Herr Rodes wurde von Robin diese subjektive Liste erstellt. Viel Spaß! GTA 5. Mit Feuerlöscher. Mit Feuerlöscher. Hab ich schon gesagt. Da ist er. Da habe ich auch tatsächlich. Alarm! Alarm! Der Bombenbring von So, hier ganz kurz. Ich muss sagen, ich habe da echt überlegt, den auf die 1 zu setzen. Aber der ist sehr, sehr gut. Der ist sehr, sehr gut, aber der ist halt jetzt nicht unbedingt witzig. So. Ja. Aber dadurch, dass dieses Video, dass wir auch irgendwie alle am Start waren und das GTA 5 Video ist halt eh so ein Magnum Opus. Das ist sehr, sehr Elite, dieses Video, ja. Da steckt auch wirklich alles, da haben wir, glaube ich, alles. Alle Ressourcen, da hat selbst Kalle noch irgendwie so einen 3 Jahre alten Fliegegutschein reingehauen, den er noch hatte, nur um 2 Sekunden Clip zu haben, wie er in einem Flugzeug sitzt. Das musste perfekt werden, dieses Video damals, weil dieser Hype auf GTA 5 auch so krass war und wir dem irgendwie nicht jetzt wegen Klicks gerecht werden wollten, weil wir wussten, das Spiel könnte so geil werden, das Video muss dem gerecht werden einfach. Ja. Ich glaube auch aus diesem Antrieb heraus. Das Video war fertig, dann war Kalle irgendwie 2 Tage vor Release im Saturn und man durfte GTA da schon kaufen, obwohl noch nicht Release war. Dann hat er das gezockt und hat gesagt, Alter, es gibt hier so eine krasse Ragdoll. Und dann sind wir extra nochmal losgerannt, um diesen einen Clip, wie er vor die Wand rennt. Ist da auch so eine Oma? Richtig. Also diese Clip wahrscheinlich auch wieder stellvertreten für das ganze Video. Ja, aber auch hier, Alter, der Böller... Das Gas hier, das ist schon der Feuerlöscher. Das fucking Spielgeld, das ist. Nee, aber so zum Thema Böller habe ich noch was zu sagen. Weil wir hatten ja einen Böller gezündet und der sollte knallen, wegen Sprengen, was überhaupt? Tresor aufgesprengt oder so? Ja, halt. Aber was wir nicht bedacht haben, einen Böller zu zünden in der Wolke von einem Feuerlöscher, der ist natürlich einfach wieder ausgegangen. Ich glaube, diese Explosion haben wir einfach eingefügt, kann das sein? Oder haben wir 2 Versuche gemacht? Ich glaube, wir haben noch einen gehabt. Also, ich habe nicht nur einen Böller mitgenommen. Auf jeden Fall, das war auch so ein Clip, wo wir haben hinten an diesem Haus, bevor wir den gedreht haben, den Clip auch ewig gewartet, bis es perfekt war von den Leuten her. Wir haben auch, glaube ich, telefoniert vorne mit der Kamera oder so. Ist jetzt gut? Da kommen übelst viele Leute jetzt. Ja, genau. Ja. Also der musste auch wirklich perfekt. Wir hatten ja nur einen Shot. Ja. Mit der Feuerlöscher, wir haben nicht vorher. Ja, und vor allem dieses ganze Geld dann wieder aufsammeln, so ganz peinlich. Oh, Leute, müssen nochmal. Ja. Richtig runde Sache. Ich persönlich finde ja bei diesem Essen viel ein bisschen Wok. Kannst du mal mit noch mehr Wok versuchen? Nein. Dann muss ich gehen erstmal. Ach, das? Kosten Sie mal. Kosten Sie doch mal. Ach, machen Sie hier einen Kosten. Kosten Sie doch mal, bitte. Da ist die Gurke. Kommt natürlich nicht ganz ran an die Epik von GTA, aber dieser Gag ist einfach so scheiße und so gut gleichzeitig. Ja, er ist gut. Das wortwörtliche i-Tüpfelchen am Ende, dieses Endstück Gurke bei ihr das Reden zu legen, ist einfach. Wir haben das ja noch ein zweites Mal gemacht bei so Mädels, aber der Clip ist viel besser. Leute, so Gurken. Das ist halt die perfekte Mischung aus respektlos, aber man hinterlässt auch nicht wirklich einen Schaden. Ja. Eine Gurke hinterlässt ja keine Flecken oder so. Hätte man jetzt mit Ketchup voll gesprüht, wäre gar nicht gegangen. Ja. Aber es sind halt einfach Gurkenscheiben. Es ist halt nur Wasser. Kein Mensch denkt sich. Ich ärgere mich, mich hat jemand mit Gurkenscheiben voll berieben. Also ich glaube, die Frau wird sich auch nur gedacht haben, das ist jetzt, ich kann das nicht, wo ordnet man das ein? Ist das jetzt anstandslos? Ist das jetzt witzig? Ist das jetzt verrückt? Aber ich muss sagen, ich glaube, aus heutiger Sicht sind so die Kellner-Videos tatsächlich mit die schwierigsten, weil halt auch einfach bei fremden Geschäften das zu machen und so, weißt du? Ja. Da kann ja sonst was bei rumkommen, aber... Ich finde, das macht's halt gut. Auf jeden Fall. Aber wo hat er das Schneidewerkzeug her? Aus Muttis Küche? Was sich hier schon zeigt, was wir vielleicht gleich nochmal sehen, ist, dadurch, dass das so eine hilflose alte Frau ist, hebt es den Gag für mich halt auch nochmal ein bisschen an. Ja. Ja! Also hilflose alte Frau. Ich verstehe, was du meinst, aber wie gesagt, es ist und bleibt ja ein Scherz, der ihr den Tag nicht versauen muss, der ihr keine Arbeit macht, keine Mühe macht. Okay, klar, sie muss die Gurken runter machen. Nicht so viel! Nicht so viel. Das ist
so gut, Alter. Ja, auch danke. Sie sagt am Anfang auch noch Dank, Alter. Auch danke. Ja, nicht so viel. Warum sollte ein Kellner jemand mit Gurken vollreiben? So? Naja, ich habe ja gesagt Gurkensalat. Ja, ich meine, du hast ihr Gurken in ihren, an ihren Armrand gekleben daher noch. Welcher Kellner würde das machen und einfach weggehen? Like, er geht ja nicht mehr zurück ins Restaurant, er geht ja einfach weg. Das ist so. Oh, fuck, Alter. Das Einzige, was hier schade ist, der Ton ist halt richtig kacke. Man sieht ja auch, ich habe deutsche und englische Untertitel. Also wäre der Ton noch besser, wäre das vielleicht auch Platz 1 geworden. Ich weiß nicht, es ist so gut. Der natürlich. Natürlich muss die War of Death. Wie gesagt, muss ich neidlos anerkennen, das ist sehr, sehr, sehr gut überlegt. Es ist auch, das versteht auch jeder. Weißt du, bei dem Gurkending, da können Leute sagen, das ist nicht mein Humor oder hey, was soll das? Oder das ist zu respektlos. Aber das ist genau das richtige Level an dumm das und ist unschuldig. In real life wirklich beispielhaft umgesetzt. Ja. Auch der Zoom raus ist perfekt, Alter. Ja. Das Einzige, was ich im Video verkackt habe, und das aus Versehen, der Song war eigentlich viel länger und ich habe den halt gekürzt und das so ineinander geschoben. Mhm. Und es war perfekt, aber kurz vorm Rendern bin ich irgendwie nochmal dran und habe das so leicht verschoben. Mhm. Und jetzt hört man halt im Video wieder die zwei Songparts so ineinander überfaden. Das ist okay, weiß ich gar nicht, ob ich das wahrgenommen habe. Wahrscheinlich nicht, wenn man es nicht weiß. Das macht die Clip ja auch nicht so einen schlechten Clip. Oh, Wall of Death. Oh, da ist er noch 12. Dieser Kontext übertragen in Leute, die über eine Ampel gehen. Ja. Kein Gramm Fett. Ist so. Es wäre vielleicht noch geiler gewesen, wenn einer mitgemacht hätte, aber eigentlich, ich glaube nicht. Perfekt. Die sollen sich ruhig... diese Randgruppe, kommen sie natürlich. Das Timing ist aber weil perfekt, die halt auch einfach auf die andere Straßenseite müssen. So. Stirbt ein Schelm? Oder also wenn du die Straßenverkehrsordnung erklärst, weil wer stirbt dann? Also sicherlich. Schirle, wie heißt der Verkehrsminister? Schirle. Ich komme nicht ja, zurück. Ja, Schirle. Verkehrsminister André Schirle. Hey, wie heißt der? Der ist so sehen, ich komme gerade nicht drauf. Bissing. Nein, der Alte, der jetzt raus ist, der Böse. Ach hier, ich habe ihn vor Augen, der Bayer da. Warte mal kurz. Wie heißt denn dieser Scheuer? Ehemalige? Ja. Ist gerade eingefallen. Kein Ding. Aber heißt der nicht auch André? Andi Scheuer. Andi, ah, deswegen André, Schirle, André. Deswegen Schirle, Alter. Logisch. So. Oh, schwierig. Heutzutage schwierig. Ja, auf jeden heutzutage Fall. Heutzutage finde ich es wirklich schwierig. Ich weiß. Ich fand das witzig damals. Ich finde es auch heute noch witzig, aber ich finde es zusätzlich total verwerflich. Ja. Aber das macht es so gut. Also ich muss sagen, dieser Gag, den habe ich ausgereift. Also da bin ich rausgewachsen, weil ich weiß halt, was die Kinder eventuell fühlen können. So. Das ist dumm. Dass sie vielleicht denken, sie werden bestraft. Jetzt machst du ja meine Top-Liste kaputt. Ich weiß es. Pass auf. Also ich muss mir nicht reinschneiden. So, ich schneide dich rein. Und warte, jetzt fliegst du so hoch. Oh, Herodes. Nein. Warte mal, warte mal. Was? Warte mal das. Oh, Herodes, wo fliegst du hin? Hilfe! Robin, komm hilf wieder runter. Mir. Warte, ich hilf mir. Zieh dich runter. Dankeschön. Oh, jetzt bist du wieder neben mir. Okay. Es ist ein bisschen ausgeartet gerade. I'm sorry. Das war der Schnitt. Vor allem, du sagst eben, aus dem Gag bist du rausgewachsen. Dann machst du so eine Scheiße, weißt du? Ich meine nur, damit tue ich dir keinen weh. Ja, das, wie gesagt, also, was ich halt... aber wir haben den Kindern immer noch was Richtiges gegeben, oder? Ja, wir hatten ja, was dabei. Immer noch was Richtiges gegeben. Ja, und wir hatten das... Also das war auch fein so. Aber ist natürlich übelst schlimm trotzdem. Ich meine, im zweiten Teil haben wir, glaube ich, irgendwie einem Kind so Call of Duty gegeben, so ab 18. Ja, so, kippen. Und dann waren die Eltern dann so, nee, gib das immer mal weg jetzt. Die kippen, aber ich finde halt Müll noch eine Ecke besser. Ich finde es witziger, wenn der Meier so ein Kind kippen schenkt. Das tut mir leid. Das ist für mich leider sehr, sehr lustig. Das ist witziger. Ja. Dann blende ich das auch ein. Also, ich muss jetzt nochmal ganz klar sagen, ja. Ich finde das aus heutiger Sicht nicht mehr
so nett. Nee. Würde das heute auf jeden Fall nicht mehr so machen. Aber in keinster Weise bereue ich, dass ich das damals, oder also Kalle und ich weiß gar nicht, wessen Idee es war, aber dass wir das gemacht haben, bereue ich auf keinen Fall, weil es ist einfach, es ist witzig. Es tut mir leid für alle. Also wenn ich jetzt jemand fragen würde, hey, willst du das ungeschehen machen? Ja. Würdest du nicht sagen, ich mach's? Nee. Okay. Da bin ich vielleicht anderer Meinung. Aber ich sag mal, das Weihnachtsvideo hat auch viele lustige Clips, die dann auch immer da wären. Sehr, sehr scheiß Ranking hast du da. Da bin ich jetzt mal gespannt, was die Leute in den Kommentaren sagen. Wie steht ihr zu diesem Clip? Bin ich gewissensherr, Rolles. Ich überlege, wenn ich als Kind irgendwie eine Flasche Müll bekommen hätte, hätte ich mich gefragt, was habe ich falsch gemacht? Das hätte mich gestraft. Die Flasche umarmt, Alter. Es ist einfach, es ist eine runde Sache. Vielleicht interpretiere ich auch so wie rein, dem Kind ist das scheißegal, das ist am nächsten Tag wieder vergessen. Ja, ey, mit dem Kind haben wir auch hinterher gesprochen, Mann. Es ist alles cool, wir machen ja Spaß okay, und so. Alles klar. Aber Alter, es ist halt noch verwerflicher dadurch, dass das wirklich einfach random Müll ist. Das ist halt nicht von uns eine Tüte. Weil nicht mal die Frage ist, was da eventuell alles dran klebt. Da hast du dann irgendwie noch so ein Kondom dran bauen. Also, schwierig. Aber gut. Guter Deutsch, ich weiß ein Kondom nicht in gelben Müll. Aber es ist gar kein gelber Müll. No. Oh, Alter, ist wirklich einfach. Wir hätten halt einfach einen gelben Sack nehmen können und da halt Pappe und Müll reinmachen können. Du mit deiner Pappe, Alter. Ey, Robin, was machen wir im nächsten Video? Was für ein Pappe können wir machen? Es ist einfach Müll aus dem nächsten Mülleimer. Es ist so gut. Ja, aber der Aufwand, oder? Also ich meine, der Müll war halt da, ne? Ja. Ich meine, die Szene ist tatsächlich gestaged. Naja, ja, klar. Aber die Tüte ist wirklich aus dem Müll. Ja. Sie ist auch diese Kostüme sind auch immer eklig von uns, ne? klar nimmt er das auf seinen Rücken rauf, wo daneben sonst was lag, Alter. Es ist einfach eine Restmülltonne. okay, puh. Also ich finde den sehr, sehr witzig. Kommen wir zu Platz 1. Ich finde, sie machen richtig gute Arbeit. Das muss gefeiert werden. Das ist ein wholesome Clip. Das ist ein sehr wholesome Clip. Dafür kommt viel zusammen. Es ist ein Gamescom-Clip. Es sind ganz viele geile Leute beteiligt. Guck, da ist Heinrich. Der sitzt gerade nebenan und macht Scheiße. Da bist du. Da sind geile Leute dabei. Ja. Ist Dion, da. Oh, Dion. Da. Ja. Ganz frisch und knackig. Grau, ja. Guck mal, es zoomt rein und sie lächelt. Das ist einfach, da stimmt alles für mich. Ja, das ist perfektes Intro für ein geiles Video. Und das musste ja einfach rein, weil Gamescom-Clip musste auf jeden Fall rein. Das war die fetteste Community-Aktion, die wir auf der Gamescom hatten, glaube ich. Also von Manpower her. Also ich habe auch kurz überlegt, den noch mit reinzunehmen, aber ich habe den hier stellvertretend, nämlich dein We Are Alive-Clip. Okay, fair. Das sind mehr Leute tatsächlich. Aber da haben aber Leute rangewuckt, die einfach nur aus der Cosplay-Community waren. Okay, ja, gut. Aber da trotzdem halt so ein Wall an Menschen ist dann schon geil. Und hier, sie machen richtig gute Arbeit. Das sie weiß ja werden. Sicherlich auch, dass das ein Flashmob ist und alles, aber sie nimmt das ja trotzdem positiv hin. Insofern ist es ein guter Clip im Hinblick auf gut sein, gute Dinge tun. Und da auch wieder dieses Ding, diese hässliche Tröte, diese blaue, die auch bei mir ein Jahr lang im Schrank lag. Und dann irgendwie, hey, jetzt muss man das mal verwenden. Und jetzt haben wir es da verwendet und kurz danach im Trolling Singer auch nochmal. Ganz vorne im Bild sind so ein paar Leute, die in die Gruppe rangehen, irgendwas sagen, dann wieder weggehen. Waren die überhaupt von uns oder waren das Leute, die gedacht haben, da ist wirklich was? Wahrscheinlich dachte da wieder jemand, da gibt Gronkh Autogrammstunde oder so. Das war auch so geil, wo wir uns vor den Mülleimer angestellt haben. Ja. Und ohne zu gucken, oh, da gibt Gronkh Autogramm. Ja, also das mit dem Mülleimer oder sowas hätte ich auch mit reinnehmen können, aber... Ne, da kommen irgendwelche Leute so, die gucken jetzt so, was ist denn da? Hüllelüt, na gut, dann gehen wir wieder. Und ich möchte an dieser Stelle noch von Skamelion den Song, also das Ska Neue Deutsche Welle Medley hervorheben, weil das passt so perfekt. Es ist so geil und überhaupt die ganze Band, ne, kennst du ja auch von What Is Love, ist die gleiche Band von Operation Roxbury. War unsere Liste. Wenn wir irgendwas vergessen haben, also ich eher jetzt, ich habe Herodes mehr überrascht. Wenn wir irgendwas vergessen haben, abonnieren. Favorisieren, Like nicht vergessen und im nächsten Video sehen wir uns wieder. Die Kamera filmt uns immer noch. Ja. Vielleicht. Aber Robin wird ja schneiden. Ja, der wird das schneiden. Er hat auch gesagt, er freut sich auf meine Reaktion, aber ich habe das in Frage gestellt. Ich wollte noch sagen, schreibt in die Kommentare gerne, was eure favorisierten Clips sind, weil
ich bin die Games, die Games kommt, ich bin die Videos alle durchgegangen und es kam immer mehr, es kam immer mehr. Das war richtig hart. Ich wollte eigentlich eine Top 20 machen. Erst eine Top 10, dann eine Top 20, ja, 25, mein Gott. So, und es kam immer mehr Clips dazu und ich habe garantiert welche vergessen. Deswegen lasst uns gerne wissen, was ihr denkt. Ja. Also wie gesagt, ich bin mit dem zweiten Platz, ich muss ja einverstanden. Was war das nochmal der dritte? Der dritte war Wall of Death. Ah. Ja, was wolltest du auf die zweite? Also mir hat jetzt tatsächlich Roxbury gefehlt. Diese CD und so. Also ja, das Ding ist mit der CD, das war ja im Original auch so drin. Das haben wir mehr oder weniger nur nachgestellt. Deswegen habe ich das da nicht drin. Okay, ja, okay. Aber ja, es ist witzig, weil wir machen es halt auf der Straße und bleiben stehen und so. Ich verstehe schon. Aber ja, ja. Aber auf Top 2 dann halt nicht. Fällt dir irgendein Banger jetzt noch ein? Ja, du, also nee. Schwierig, ne? Keine ein. Dann rutsch mal alles einfach hinten nach und also deine Liste ist quasi 2 raus, alles nachrutschen, Roxbury auf die 25 hinten dran. Ja, wenn du meinst. Ja. Nee, also ich fand den Weihnachtsmann-Video halt auch geile, zum Beispiel, ich finde viel lustiger Vokale, dass sich in diesem Baumsack da, durch diese Tannenbaumsäcke, ja, das fand ich viel lustiger als das Verschenken. Aber es ist individuell, du hast eine Liste gemacht. Ja, es gibt noch einen anderen kritischen Clip mit einem Kind, auch im Weihnachtsmann-Video. Mhm. Und zwar kommt ein Wichtel an und sagt hier, oh, willst du ein Schokoladending haben? Und dann wird er verprügelt. Und dann wird er verprügelt vor diesem Kind und seiner Oma. Und dann sagt Kalle so, ja, die Inflation geht am Weihnachtsmann nicht vorbei. Ja. Oder Wirtschaftskrise geht am Weihnachtsmann auch nicht vorbei. Also den finde ich schlimmer aus. Wenn man später lachend weggeht, aber ich weiß nicht, immer schlimmer. Ich fand das Beispiel, wo der Typ rückwärts auswendet. Ja. Und Karl haut davor und sagt, ah, du hast mich angefahren. Versicherungsbetrug, doch. Genau, mäßig so. Hat er dann auch aufgeklärt, mehr oder weniger, dann gesagt, hier, komm, nehmen Sie einen Bonbon und so. Aber der hat ja auch hervorragend, ja, ist gleich aufklärt, hallo. Bonbon. Oh, komm, hast du mir einen Arm gebrochen, ja, nimm einen Bonbon. Komplett gemein, weil Kalle sich ja, der Typ hat ja ins Spiel geguckt, alles. Der Kalle hat sich hinten ins Auto geschlichen und draufgehauen. Da fand ich auch sehr hilarious. Ja. Honorable Mention, das ist kein Nostrafo-TV-Clip. Ach komm. Schon immer, wir machen jetzt noch die Honorable Mentions. Wir machen noch, wir sind 2 Minuten, dann sind wir durch. Ich bin enttäuscht, da war kein Video von mir. Ja, du bist unwitzig. Da haben wir Honorable Krebsfrau-Geschichte. Die Krebsfrau-Geschichte. Ich weiß nicht. Die Krebsfrau-Geschichte blende ich gleich komplett ein, dann ist das Video vorbei. Aber die konnte ich ja nicht reinnehmen. Es war erstens nicht auf dem Hauptkanal, zweitens kein geplanter Gag, aber das ist einfach. Das ist so ein... Es ist auch nicht mal ein Video. Einfach. Ja, es ist einfach nur Erzählung von einem Abend, den wir verbracht haben. Aber ich bepiss mich jedes Mal. Also wie wir das auch erzählen und wir können nicht mehr... Und ihr hört es euch dann einfach an. Ja, das ist so ein Padunkast irgendwie. Genau. Ja. Und dann noch Admiral Aquard, Obvious Knie. Ich war also Captain Obvious, erinnerst du dich? Habe ich neulich mal wieder geguckt, ist echt lange her gewesen. Und der Moment, wo ich erkläre, ey, mach doch jetzt mal, dass du dich so ganz interessiert nach vorne lehnst... auf dein Knie und du hast, weiß ich nicht ganz verstanden, was ich meinte wahrscheinlich. Nicht aufgepasst, irgendwie sowas. Und machst da so Stretch-Übungen vor der Alten. Und dann erzählst du so eine Scheiße. Sie hält ihr, sie spricht Englisch und sie hält ihren Fuß ins Wasser, findet es aber kalt, aber sie will sich auch erforschen oder irgendwie. Oh, changing the state of the foot, sometimes wet, sometimes hot. Das ist sometimes wet, sometimes dry, irgendwie sowas. So, ja. Sometimes wet, sometimes dry. Ja, ich habe ja auch einen sehr begrenzten englischen Wortschatz. Und da kommt ja so ein. Das ist einfach so gut. Und also, aha. Okay. Oh, fuck. Cooling your feet. Ja, also Admiral Aquard ist auch einfach... Dann wärst du korrekt im Englischen. Changing state of the beat. Es ist perfekt so. Wie hätte man es denn korrekt gesagt? Nee, es ist perfekt so. Also, und dabei hier diesen Move auf dem Knie, Alter. Du sagst schon, die Kamera will die ganze Zeit, was macht der da? Oh, fuck. Ja, das musste ich auf jeden Fall noch loswerden. Also Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaltet wieder ein, wenn ihr weiß, der Rodes macht Knieübungen. Button wird penetriert, Alter. Button wird so hart penetriert, er zeigt euch an. Unser Video findet ihr das kleine Bratwurstglöckel da auf jeden Fall drauf. Natürlich ist es ganz klar, dass in so einer Situation... Ja. Der Sänger meinte dann, ey, ich habe großen Respekt davor, dass du hier hochkommst. Und das mit diesem Mut. Und wir haben halt leider Hut verstanden. Oh.
dass du hier hochkommst mit diesem Hut. Die Vorstellung, dass das ein Hut ist, war einfach unglaublich. Ja, die Vorstellung, dass der Sänger auch die Situation vielleicht nicht versteht, weil keiner es erklärt und von weitem singt, dass sie vielleicht wirklich einfach nur einen ganz komischen Hut auf. Das filmt. Seit einer Stunde. Echt?